Heute gucken wir uns ein Krypto-Casino namens Inmerion an. Hi und willkommen, hier ist Captain Casino, euer Online-Casino-Experte. Heute schauen wir uns gemeinsam die Seite Inmerion an. Und wie sonst auch bei Casino-Tests werden wir uns heute die Webseite, die unterschiedlichen Spiele, die Sicherheit, die Vertrauenswürdigkeit sowie die Zahlungsmethoden und die Einzahlungsboni anschauen, um zu entscheiden, wie gut die Seite wirklich ist. Sollte Inmerion deinen Anforderungen entsprechen, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung anmelden, um einen Bonus zu erhalten. Denk dran, man darf nur spielen, wenn man 18 Jahre alt ist und bitte nur mit dem Geld, was ihr auch wirklich verlieren könnt. Und damit kommen wir zur Seite. Das Design der Seite ist ziemlich cool, es ist sehr modern gestaltet und erinnert so ein bisschen an so einen Raumschiff-Terminal. Ich persönlich finde das Design echt gut und es ist halt sehr futuristisch. Man kann oben zwischen Sportwetten und Casino wechseln und auf der linken Seite findet man das Menü. Man findet dort All Slots, Live Casino, Tournaments, Support und viele weitere Punkte. Klickt man nun auf All Slots, findet man die Slots und kann das Ganze in noch mehr Kategorien unterteilen. Popular, New, Bonus Buy, High RTP und so weiter. Wirklich ganz viele unterschiedliche Kategorien. Darüber hinaus kann man noch nach Anbietern sortieren und nach Namen von Spielen suchen. Bei Live Casino sieht es ähnlich aus. Dort kann man ebenfalls noch zusätzlich sortieren nach zum Beispiel Game Show, Lottery und Bingo, Poker, Roulette und noch vielen weiter. Insgesamt gibt es über 5000 Spiele von unfassbar vielen Anbietern. Bei den Slots findet man natürlich die Klassiker wie Gates of Olympus, Big Bass Bonanza, Speed Bonanza, Sugar Rush und viele weitere Slots. Die Spiele sind von unterschiedlichen Providern wie zum Beispiel Playing Go, Pragmatic, Evolution, NetEnt, Push Gaming und viele weitere. Ein Punkt, der für viele vielleicht cool ist, für andere nicht so cool, ist, dass sie jeder Slot ein eigenes Bild zugewiesen haben. Das heißt, Gates of Olympus sieht nicht aus wie immer, sondern die haben ein eigenes Bild dafür. So hat man am Anfang vielleicht ein paar Probleme, die richtige Slot zu finden, aber es sieht auch echt sehr gut aus. Bei Turnieren findet man immer wieder Events mit Turnieren. Dort kann man zusätzlich Geld gewinnen und da sind teilweise echt hohe Beträge dabei. Kommen wir nun zur Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Casinos. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, sollte man ein Problem auf der Seite haben, kann man sich einfach an den Live-Support-Chat wenden und die können einem in der Regel weiterhelfen und auch möglichst schnell. Die Seite hat eine Lizenz auf den Seychellen, was schon mal ein gutes Zeichen ist und zeigt, dass die Seite eben schon an einige Vorschriften gebunden ist. Zusätzlich kann ich nur Positives sagen, ich habe vieles nachgelesen und die Seite scheint wirklich gut zu sein. Auch wenn die Seite noch relativ neu ist, gibt es aber schon echt einige Tests und die fallen sehr positiv aus. Zu den Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden kann man ebenfalls einiges sagen. Zur Einzahlung kann man hauptsächlich Kryptowährungen verwenden, da es eben ein Krypto-Casino ist. Hier gibt es natürlich eine gute Auswahl und man kann zusätzlich mit Kreditkarte einzahlen. Das wird dann allerdings umgewandelt in eine Kryptowährung, die kann man sich aussuchen. So kann man aber umgehen, dass man zum Beispiel kein eigenes Wallet braucht oder sonstiges. Ähnlich bei Auszahlung, dort gibt es nahezu die gleichen Methoden, da das Casino sich eben auf die Kryptowährungen konzentriert. Solltest du bei Inmerion spielen wollen, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung anmelden. Damit unterstützt du mich, weiterhin solche Videos machen zu können und du erhältst einen echt coolen Bonus. Und damit kommen wir auch zum Bonus. Wenn du $50 einzahlst, darfst du bei Engine of Fortune dein Glück versuchen. Du erhältst einen zufälligen Bonus und die fallen sehr unterschiedlich aus. Das können Sachen wie Cashback, Zusatzdeposit Money sein, aber auch einfach bis zu 5 Bitcoin. Was einfach knapp $200.000 sind aktuell. Also es ist wirklich mal ein ganz anderes Prinzip, weil man einfach seinen Bonus zufällig bekommt und ihr seht schon die Auswahl im Hintergrund, da sind wirklich einige Sachen dabei. Ich finde die Idee sehr cool und es ist einfach nochmal so ein gewisser Spannungsfaktor dabei. Bitte lest euch die Regeln genau durch, damit ihr nichts falsch versteht und weil die Boni sich natürlich auch mal ändern können über die Zeit hinweg. Bitte immer dran denken, erst ab 18 und nur mit dem Geld, was ihr auch wirklich verlieren könnt. Damit kommen wir zur Zusammenfassung. Insgesamt kann man also sagen, dass Inmerion ein interessantes Krypto-Casino ist, was viel zu bieten hat. Es hat eine Lizenz auf den Seychellen und es gibt viele unterschiedliche Spiele von vielen unterschiedlichen Providern, was wirklich eine gute Abwechslung bietet. Zum Design kann man sagen, dass es sehr cool aussieht und das Thema gut umgesetzt wurde. Ob es einem gefällt oder nicht, ist natürlich Geschmackssache. Mir gefällt es aber sehr gut. Das Casino ist natürlich konzentriert auf Krypto, was ich persönlich auch interessant finde. Das ist aber, denke ich mal, Geschmackssache ebenfalls. Ich als Captain Casino kann euch Inmerion wirklich empfehlen und solltet ihr spielen wollen, könnt ihr euch gerne über den Link hier in der Videobeschreibung anmelden. Bis zum nächsten Mal, euer Captain Casino.